Willkommen bei Video Wissen. Mein Name ist Christian Erd. Ich bin System Engineering Manager bei ESA. Mein Arbeitsplatz ist in Noordwijk und ich bin im wissenschaftlichen Direktorat der ESA. Ich war immer herausgefordert durch neue Sachen. Es hat mich Technologie immer interessiert. Es hat mich immer interessiert, Entwicklung, technologische Entwicklung weiterzumachen. Und so bin ich schlussendlich dann zur Raumfahrt gekommen. Wie ich dann letztendlich zur ESA gekommen bin, ist eine Kindheitserfahrung. Ich habe als Kind die Mondlandung der Amerikaner im Fernsehen sehen können und wollte einfach einmal schauen, was bei der europäischen Raumfahrt ist, und bin dann dort durch die verschiedenen Projekte hängen geblieben. Ich bin von der Universitätsausbildung Physiker und habe mich dann im Beginn der ESA eingearbeitet in verschiedene Instrumente, in Instrumentierungen, und bin dann über die Erfahrung, die ich im Job bekommen habe, letztendlich in meine jetzige Rolle hineingekommen, System Engineer. Das Besondere ist sicherlich, an Raumfahrtprojekten mitzuarbeiten, an den Herausforderungen, die verschiedensten Herausforderungen, die einem im technischen Leben begegnen und die man sich immer wieder einarbeiten muss. Ich glaube, dass mich das auch sehr gereizt hat an meinem Beruf. Eine wesentliche Herausforderung ist natürlich das Leben im Ausland. Ich bin als erstes in die Niederlande gekommen. Ich wusste nichts von den Niederlanden, wie ich dort angekommen bin. Ich musste mich in dem ganzen Leben einarbeiten. Es ist nicht leicht, sich bei der ESA auch einzuarbeiten über die verschiedenen Strukturen, über die Art und Weise, wie gearbeitet wird. Und dann letztendlich am Job auch noch. Ich hatte eine Periode nach ungefähr 10 Jahren bei der ESA, wo ich kontinuierlich mit neuen technischen Fragen konfrontiert war, wo ich auch teilweise wieder zurück in die Bibliothek, in die technische Bibliothek gegangen bin und mich weitergebildet habe, weil es so viel, ein breit gefächertes Anwendungsgebiet und Fragengebiet gegeben hat, an dem ich beteiligt war. Und das hat mich schon sehr gereizt. Und dann natürlich eine der wesentlichen Herausforderungen war auch die JUICE-Mission. Ich habe die Freude gehabt, JUICE schon von seiner sehr, sehr frühen Phase begleiten zu können. Ich war Studienleiter, und das ist dann das letztendlich bis in die Implementierung durchzuführen. Das war schon eine sehr, sehr tolle, befriedigende Aufgabe. Mein aktuelles Projekt ist JUICE. Ich arbeite seit mehreren Jahren, seit fast 14 Jahren, vollzeitlich auf JUICE. Also da ist kein anderes Projekt daneben gewesen. Bei der ESA gibt es verschiedene Teams, und ich bin in dem Team, das die JUICE-Mission implementiert und vorbereitet. Die wird dann nachher übergeben an ein anderes Team, und ich werde wahrscheinlich als System Engineer bei einer neuen Mission, hoffentlich bei einer des wissenschaftlichen Direktorats, arbeiten. Es kommt eine Mission Richtung Venus, Envision, und das Gravitätswellenobservatorium LISA. Diese zwei Möglichkeiten sehe ich im Moment. Mein Vorschlag ist, immer dem zu folgen, was einen interessiert. Ich habe mein ganzes Leben eigentlich das genommen, was mich am meisten interessiert hat, und habe das eigentlich weiter verfolgt und weitergemacht. Offen zu stehen für Neues und sich nicht zu schnell zu schrecken, wenn das Neue nicht ganz den Erwartungen entspricht. Grüne Wiese gibt es nirgends, gibt es in keinem Job, und es fällt einem auch nichts aus dem Himmel. Also alles muss mit harter Arbeit erarbeitet werden. Aber wenn der Großteil dabei Interesse weckt und Spaß macht, dann unbedingt diesen Weg gehen.